Die Putzmühle, die Sie hier sehen, ist mein ganzer Stolz. Denn wenn man das Getreide herbringt, dann muss man es erst einmal trennen, dass man nur das Getreide hat. Das kann man sich sehr schwer machen, indem man einfach diesen Sack mit dem geernteten Getreide füllt, sich eine Schaufel davon nimmt und den Wind das Ganze erledigen lässt. Es dauert sehr lang, es ist sehr mühselig. Deswegen habe ich mir diese Putzmühle angeschafft. Und Gott hilf, würdest du bitte deines Amtes walten? Würdest du den Leuten demonstrieren, wie leicht wir es nun haben, unser Getreide zu putzen? Ja, um das zu demonstrieren. Achtung, es könnte, also wir schütten das Getreide hier oben rein. Und dann werde ich jetzt hier drehen. Und um die ganze Kraft dieser Maschine zu demonstrieren, werden Sie gleich was erleben. Sehen Sie, wie das Haar wallt, oder? Ja. Also dann wird das Spreu, wird da so richtig rausgeschossen. Ja. Und es erleichtert natürlich den Arbeitsalltag. Ah ja, klar. Meine Damen und Herren, hiermit würde sich Familie Zeeb von dem kleinen Rundgang durch das Museum verabschieden. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Möchten Sie aber darauf hinweisen, dass das nur ein Teil, nur ein Ausschnitt dessen war, was Sie hier sehen und was Sie hier erleben können. Der Förderkreis steht Ihnen gerne noch zur Verfügung, wenn Sie noch weitere Fragen hätten. Ansonsten Kaffee und Kuchen im Zeebhaus, links neben unserer Wohnschule. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Danke.